Moin Moin und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlöckchen heute mal. Ja, lange ist nichts gekommen, ist einfach dem Wetter geschuldet. So viel Spannendes ist hier nicht passiert. Natürlich schlüpft man eine Theke oder irgendwas an Phasmiden, aber das meiste kennt ihr alle schon. Deswegen brauche ich nicht zum selben Art nochmal 50 Videos machen. Wäre ja auch ein bisschen, ne? Ich bin gerade dabei für die Börse am 4.2. Hier kommt nochmal der Flyer. Am 4.2. im Bad Falling Borstel. Für die Börse mache ich jetzt gerade Humus fertig, das heißt verasseln, Tausendfüßler, Schaben und mache ich jetzt gerade Substrate fertig, Eichenhumus mit weißvollem Holz, jetzt mache ich weißvolles Holz fertig und ja, für den 4.2. Bad Falling Borstel. So, ich dachte mir einfach, ey, Udia, schmeiß die Kamera an, laber den Leuten eine Frikadelle ans Bein, dann bist du auch nicht ganz so gelangweilt hier, wenn du jetzt hier 2-3 Stunden stehst und Substrate einpackst. Von daher denke ich mal, das ist für euch auch gut und für mich auch gut. Ne? Wenn ihr Bock habt auf so eine kleine Vlog, schreibt es einfach in die Kommentare. Habe ich kein Problem mit, einfach mal so ein Vlöckchen rauszuhauen. Ja, ich werde jetzt einfach ein bisschen frei von der Leber sabbeln, denn ich habe gar keine Themen irgendwie im Kopf oder sonst was. Ich möchte einfach vielleicht nochmal auf ein paar Sachen eingehen, die mir so die letzten Tage durch den Kopf gegangen sind, wie zum Beispiel die Frage, die ich bei mir im E-Mail-Postfach momentan zuhauf bekomme, Rüdiger, wann macht der Shop auf? Leute, der Shop hat auf. Es gibt bloß halt eben keine Tiere zu versenden, weil das Wetter noch nicht mitspielt. Ich hoffe, am 12.2. geht es wieder los mit dem Tierversand, wenn das Wetter mitspielt. In den letzten Tagen war das Wetter ja ziemlich gut. Wir kriegen jetzt nochmal eine kältere Welle, wie ich das mitbekommen habe. Aber das sollte dann schon ja, besser sein als minus 5 Grad, wie wir es jetzt die letzten Wochen zuhauf hatten. Ne? Also morgens um 5 raus, das Auto freikratzen, ist schon ziemlich uncool. Ja, dann denke ich mal, 12.2. geht es dann wieder los mit dem Versenden. Ich bin auch gerade dabei, noch mit ein paar Börsen zu schnacken. Wo ist noch Platz für mich? Wo kann ich noch hinkommen? Natürlich wisst ihr es, meine Hausbörsen von terrabörsen.de ist hier auch mal eingeblendet. Die haben es nämlich verdient. Das sind wirklich tolle Leute. Und ja, also die sind wirklich spitze Sahne. Freue ich mich auch schon drauf. Die haben auch viele verschiedene Börsen im norddeutschen Raum. Und ja, einfach mal abchecken bei den Leuten. Würde mich auf jeden Fall freuen und die natürlich auch. Kein Product Placement, ich krieg dafür nichts, ich krieg dafür auch nicht einen Stand umsonst. Lieber Sascha und lieber Sven. ich mach's ja gerne. Alles klar, Digga. Ansonsten, was gibt's Neues bei mir? Ich genieße einfach noch ein bisschen meinen Urlaub. Meinen Resturlaub. Viele von euch wissen es ja, die mich auch so ein bisschen privat verfolgen, dass ich seit Dezember Urlaub mache. Ich glaube, bis zum 12. Dezember habe ich gemacht. Und jetzt Januar, Februar geht es ja los. Das heißt, ich habe knapp 2 Monate Urlaub gehabt. Und dann war es das für dieses Jahr. Also bis wieder Dezember wird es wieder genauso laufen. Weil wenn es einfach draußen kalt ist, macht es keinen Sinn, Tiere zu verschicken. Meiner Meinung nach. Natürlich kann man mit Styropor arbeiten, mit 50 Heatpacks, alles okay, kann man alles machen. Ich persönlich mache es aber nicht. Mir ist das... Ich lasse mir auch selber nicht viel schicken im Winter. Bin ich ganz ehrlich, dann muss da schon was bei sein, wo ich sage, oh ja, das muss ich unbedingt haben oder ich fahre selber hin und hole es ab. Das mache ich in der Regel sogar noch lieber. Ne? Aber ja... Das ist dann mein Urlaub gewesen. Deswegen kommen im Januar auch nicht so viele Videos oder fast gar keine. Weil im Dezember habe ich ja diesen Kalender gemacht mit 24 Videos. Das war so ein Schweinearbeit, dass ich jetzt tatsächlich erstmal den Januar benutzt habe, um ja, mal wirklich Urlaub zu machen. Habe mit meinen Kindern viel gemacht. Hier am Haus noch einiges gemacht. Hier und da. Es ist immer was zu tun. Also einen richtigen Urlaub. Mal sich so einen Tag auf der Couch liegen, gab es bei mir auch nicht. Schande über mich. Ja. Und jetzt plane ich eben für die neue Saison. Ne? Ich habe auch gerade gesehen, dass die neuen Drosophila-Ansätze wirklich wieder richtig reinhauen.
Also das sieht schon wieder richtig gut aus. Hier unten seht ihr diese dunkle, das ist alles voller Maden. Da hat das Rezept ja wieder super hingehauen. Liebe Grüße gehen raus an den Dortmunder. Ich komme jetzt gerade auf den Namen gar nicht. Na, er weiß, wen ich meine, den Riemen. Ne? Der will immer mein Rezept haben. Das nehme ich auch mit ins Grab oder eben an meinen Nachfolger. Ne? Vielleicht kommt irgendwann jemand und sagt, Mensch Rüdiger, Wirbellosenparadies, ich kaufe dir hier 100.000, dann unterschreibe ich den Check und bin weg. Nein, aber ja, muss man halt gucken, wie die Zukunft auch wird. Ne? Dieses Jahr feiern wir 5 Jahre Bestehen, also Wirbellosenparadies. Mich gibt es ja schon 35 Jahre. 5 Jahre gibt es Wirbellosenparadies. Das letzte Jahr, muss ich sagen, muss ich erstmal nochmal ganz fettes Dankeschön an euch da draußen sagen, weil ohne euch ist dieses Ganze ja gar nicht möglich. Ne? Ihr wisst es, ich stecke da so viel Liebe von mir rein. Liebe geht raus und wieder zurück, merke ich an euren Kommentaren, gerade unter den Videos YouTube. Dank YouTube ist das richtig nochmal nach vorne gestoßen, die ganze Geschichte. Ich möchte dieses Jahr bei YouTube auch Minimum 2000 Abonnenten anpeilen, das sind jetzt noch knapp 450 oder so, oder 350, ich weiß gar nicht, wo der Stand momentan ist, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube noch 350 oder was, dann haben wir 2000 geknackt. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn ihr mir dabei wieder unterstützt und teilt, liked und abonniert. Ja, ansonsten geht es ab Februar wieder los. Es wird natürlich auch wieder ein Video geben von meinem Einkauf von, ihr kennt das, wenn ich auf einer Börse war und ich habe da was gekauft, mache ich immer so ein Video. Und ich denke mal, ab Februar gibt es dann auch wieder regelmäßig Videos. Ich denke mal, da habt ihr auch viel Bock drauf. Ich habe da auch wieder richtig Bock drauf. So, der Urlaub kann so langsam mal vorbeiziehen. Ich habe schon wieder richtig Bock. Also so richtig Bock. So einen Bock habe ich. Ne? Und ja, also ich habe da Bock. Wenn ich noch einen Bock habe, dann haue ich den Bock auch nochmal drauf. Aber so soll es sein. Ne? Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu vloggen heute. So, einfach nur mal so die Börse, ja, dass ich mich schon mal wirklich auf euch freue. Danke nochmal sagen an euch. Ja, meine Lieben, das war es dann auch gewesen von diesem kleinen Vlog. Wirklich nur mal ein bisschen Gesabbel, was mir gerade so im Kopf rumgeht. Und ja, also wirklich nur mal ein bisschen Smalltalk. Ne? Ich hoffe, dieser kleine Vlog hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich, wenn ich irgendwas hier mache, mal die Kamera einfach hinstellen, ein bisschen drauf zusabbeln. Ihr könnt auch gerne vielleicht mal sagen, Rüdiger, mach doch mal einen Vlog und erzähl was über die oder die Sache. Also jetzt nicht spezifisch auf eine Art oder so, sondern was euch vielleicht interessiert. Was hast du eine Meinung zur, keine Ahnung, zu den Trends der Insektenhaltung zum Beispiel? Ne, es gibt ja so viele Möglichkeiten, momentan seine Insekten unterzubringen. Sei es in einen Plastikbehälter, Glasterrarien oder. Da gibt es ja viele kranke Sachen momentan. Wenn ihr da meine Meinung einfach hören wollt, schreibt es unter die Kommentare. Dann mache ich beim nächsten Vlog. Könnt ihr gerne das Thema unten reinschreiben. Und dann würde ich dazu einfach mal einen kleinen Vlog drehen. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns im nächsten Livestream sicherlich wieder. Und für alle, die in den Streams nicht reinkommen, schaut euch das Video an. Der Livestream wird nach dem richtigen Stream nochmal online gestellt, damit auch die Leute, die den Livestream verfolgen können, die nicht live dabei sein konnten. Wow. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder morgen oder Mittag. So sagen die jungen YouTuber das ja mittlerweile, damit auch jeder sich angesprochen fühlt, wenn er dieses Video schaut. Finde ich total schwachsinnig, aber macht doch irgendwie Sinn. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, haut rein, wir sehen uns und tschüss. Nee, ciao!